Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde. Let's play Tom Clancy's Ghost Recon. Teil hast du nicht gesehen. Ghost Recon Future Soldier. Und wir drücken Start. Und wir drücken. Again Start. Aber du bei uns auf der Mal bitte warten. Wir haben Sonntag. 5 Uhr. Ja, Runterladen von Battlefield Bad Cop 2 gestoppt. Das ist jetzt gerade gratis. Ich hab das Spiel nicht mehr und ich möchte es unbedingt nochmal spielen. Kampagne! Diese Festplatte hier. Dieses hier. Wir haben uns ja letztens kopfüber in die Unendlichkeit und noch wie ihr weitergestürzt. Und, ja, jetzt gucken wir uns erstmal ein kleines Videochen an, weil, es gibt noch eine ganz interessante Theorie zu der Unendlichkeit. Also, sprich, das Universum Unendlichkeit mäßig. Und zwar ist das Universum an sich nicht unendlich, aber je näher du dem Ende kommst, na toll, wo ist? Erzähl ich gleich. Huch, fette Party am Start hier. Oh Mann, sowas hasse ich immer. Aber es ist nun mal so, ne? Es ist nun mal so. Okay, Leute. Erledigen wir das. Präsident Volodin kann ihre Beteiligung an seiner Rettung niemals öffentlich zugeben. Seine Rückkehr an die Macht muss ihnen Dank genug sein. Falls nicht, gebe ich eine Runde. Derweil dringen Dukas Leute nach Moskau ein. Wir schicken sie zur Unterstützung. Die Demonstranten sollten die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ihr Team folgt dem Zug unbemerkt und macht ihm den Weg frei. Sobald sie sicher sind, suchen wir General Bukharov, den militärischen Kopf von Raven's Rock. Er leitet das letzte Aufgebot. Das wird ein Sieg des russischen Volkes. Wir werden das Land nicht für sie zurückerobern. Aber wir sorgen verdammt nochmal dafür, dass sie gewinnen. Ahu. Also je näher man ins Ende des Universums kommt, desto, fickt euch! Die richtige Antwort. Weiter. Also die Nerd. Diese Bodak-Mistkerle sind verdammt hart. Sie brauchen ordentlich Firepower. Ein Granatwerfer ist sicher nicht verkehrt. Je näher du dem Ende kommst des Universums, desto langsamer bewegst du dich drauf zu. Also desto langsamer vergeht die Zeit an sich. Und entweder nehmen wir die Rauchgranate oder die Sensorgranate. Nehmen wir die Rauchgranate mit. Aha. Wollen wir mal ein bisschen umändern hier. Also, das ist eigentlich ganz eine coole Idee, wenn ich das mal so sagen darf. Des Weiteren, was jetzt hier die Zeit angeht, habe ich letztens einen super geilen bösen Spruch rausgelassen. Ey, du bist so hässlich, nicht mal die Zeit fliegt an dir vorbei.
Nicht mehr die Zeit geht an dir vorbei, so war das, genau. Voll böse eigentlich. Nehmen mal diese hier und Visiere. Was haben wir denn da? Holovisier, taktisches Visier, Kimme und Korn, das Visier. Es gibt nämlich. Das will ich mal gerade machen. Kugel. Magazin. Schade, das Magazin kann ich noch nicht ändern. Mhm. So, Schienenabdeckung erhöht die. Sieht ein bisschen hardcore aus. Aber ich kann den... Jetzt bin ich total verwirrt gerade, sorry. das hier, ja. Die wollte ich drin haben. Magazin habe ich leider noch nichts anderes. Unterlauf, ja, Gassystem, Montageschiene. Wenn nichts, dann das Simon, das ist in Ordnung. Mündung hätte ich dann doch lieber wieder den Schalldämpfer. So nehmen wir das mit, würde ich sagen. Gut. Sturmgewehr, was haben wir denn da alles Feines? Die TAR 21, die AK 200, AN-94 haben wir noch nicht freigeballert, haben wir noch nicht freigeballert, die ACR 417, warten wir mal die TAR, würde ich sagen. Haben wir denn hier, da haben wir das Magazin. Schade, dass wir die AN-94 nicht freigeballert haben. Die hätte ich gerne genommen. Na gut, dann machen wir das mal so und starten wir jetzt die Mission. Komm, anstecken. Sonst sitzen wir noch ewig hier drinne. Und was noch erzählen könnte, was mir letztens passiert ist. Da war ich bei Skype online und ich werde jetzt mal, ne, da so frei übersetzen, war ich gerade bei Skype online, bekam ich eine Minute zuvor eine Nachricht, bist du online? Ich so, ja, cool, neue kennenzulernen, von wo kommst du? Ich von Deutschland. So, ja, ich komme aus Amerika. Ist cool. Sehe ich ja. Gucken wir uns das mal gerade das Intro an, weil das ist echt eine dumme Geschichte. Invisible Beer, 1714, Europa, Russland, Moskau. Ich habe da unten einen kleinen Schutzengeljob für Sie. Je mehr Chaos herrscht, desto leichter kommen Sie an Bukarov ran. Bleiben Sie unsichtbar, aber sorgen Sie dafür, dass die Menge ans Ziel kommt. Verstanden. Wir machen
brauchen einen Überblick über das Geschehen. Ziehen wir auf dem Dach Stellung. Da drüben ist ein Panzer. Wo siehst du denn den Panzer bitte? Jedenfalls, warte mich denn. Ja, auf was für eine Art Frau stehst du denn? Also ich stehe auf Männer mit dicken Piep. Hast du einen dicken Piep? Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt kein Meister des Smalltalks, ne? Aber das ist keine Frage, die jemanden stellt, den du gerade erst kennenlernst. Es ist generell eine sehr merkwürdige Frage, die du sonst eigentlich niemanden stellen solltest. Aber natürlich. Nee, da gibt's kein Außer. Es ist keine Frage, die jemanden stellen solltest. Nein. Vor allem weiß ich überhaupt nicht, was er von mir wollte. Okay. Ich höre zwar viel, aber Hauptsache, die Werbung hängt noch. Jeans. Das Geile ist nur, dass die Jeans so gut wie nicht zu sehen ist. Total bescheuert. Okay, wir gehen weiter. Nicht auf den Panzer. Dafür sind wir nicht ausgerüstet. Wir schleichen vorbei. Es ist Panzer. Von vorne. Nicht auf den Panzer. Ich habe hier noch viel Gegner. Rechts. Ja, was denn nun? Du bist doch hier hingelaufen. Willst du dich auf diesem Dach da platzieren, oder was? Genau vor uns. Ich hab keine Ahnung, wo ich... Ah, da hinten ist ja ein Ziel. Ich lauf einfach mal hier oben lang. Hallo Panzer, na, wie geht's dir? Alles... Freust du dich, mich zu sehen, oder warum hast du so ein langes Rohr? Okay. Oh. Geh in Position. Hab Kontakt auf 12 Uhr. Zwei Gegner. Ding hat keinen Schalldämpfer vorne dran, ne? Ein Mann an einem MG. Kaum ist unterwegs. Hier ist ein Gegner in einer MG-Stellung. Position? Sorry. Zurück, gleich sehen die dich. Glück gehabt. Das wollte ich alles gar nicht. Spart die Munition, ich kann's dir nicht an. Naja, das wollte ich auch alles jetzt gerade gar nicht. Die Steuerung manchmal ist echt stark. Ich wollte sie anvisieren. Scheiße. Oh, ich schwöre euch, ich bin das ganze Wochenende nichts anderes am machen, außer am basteln. Oh ja, komm. Die ganze Zeit nur die Recon, sag ich schon, die ODST-Rüstung am Basteln. Der Andrew Cook halt, ne, the Frontline Trooper, hat's ja in mehreren Videos gezeigt, wie es geht. Da bin ich die ganze Zeit nur am Nachbasteln, am Tun, am Machen. Oh Gott, nimmt das viel Zeit in Anspruch, Alter. Ich habe mir 6 Platten EVA-Schaum bestellt, also gekauft. Ich habe jetzt die Füße fertig komplett. Den Gürtel. Den Torso, also sprich Brust- und Rückenpanzerung habe ich komplett fertig. Jetzt bin ich gerade dran, die beiden Schultern zu machen. Und das war's dann. Mehr kriege ich dann nicht mehr aus den Platten raus. Was scheiße ist, weil mir im Endeffekt jetzt nur noch Dingens fehlen. Hier, wie heißt jetzt, mir fehlen jetzt nur noch, dann die Arme, weißt du? Dann bin ich fertig. Das heißt, ich müsste dann nochmal einen Sechser bestellen. Was aber nicht schlimm ist, weil ich mir wahrscheinlich aus dem EVA-Schaum nochmal, einen Helm basteln wollte. Scheiße.
gemacht. Ja. Ich dachte, ich könnte, aber